Hallo. Hallo Jasmin. Hallo. Hast du den Anruf erwartet? Ja. Alhamdulillah, dass du rangegangen bist. Das freut uns sehr. Wir haben gehört von diesem wunderschönen Schritt, den du heute bi'idhnillah ta'ala zusammen mit uns eingehen möchtest, dass wir zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen, Jasmin. Ja. Alhamdulillah. Jasmin, erzählst du uns etwas über dich? Ja, was, also ich bin ziemlich spät mit dem Islam. Ich bin 47 Jahre alt. 47 ist noch jung, Alhamdulillah. Und ja, ich habe 2018 bin ich eigentlich schon, also habe ich für mich eigentlich schon konvertiert. Zwischen dir und Allah. Genau. Okay. Und dann habe ich aber durch meinen Bruder bin ich dann in eine Gemeinde, beziehungsweise nicht Gemeinde, sondern ich sag Sekte geraten, wo ich ja sehr viel Schirk begangen habe und Bidah begangen habe. Und ich denke, ich bin aus dem Glauben deswegen rausgefallen. Und das habe ich aber alles nicht gewusst, sondern ich habe seit Corona war mir ist mir zugutekommen, weil durch das habe ich ganz viel Zeit gehabt und habe euch übers Internet kennengelernt, also per YouTube, und habe ganz viel von euch gelernt. Und da ist mir aufgefallen, was ich doch alles falsch mache in meinem Glauben und dass ich eigentlich wieder von null anfangen kann. Was war das für eine Und Sekte, auch, wenn ich fragen darf, Jasmin? soll ich das wirklich sagen? Naqshbandi? Die nackten Banditen, ja, die kennen wir. Ja. Ja, Allah Musta'an. Alhamdulillah hat Ja, Allah dich von dort weggebracht. Alhamdulillah. und aufgrund dessen möchte ich jetzt gerne das Glaubensbekenntnis öffentlich mit euch nochmal, also mit dir jetzt nochmal machen, inshallah. Okay, Jasmin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hat Allah dich zur Wahrheit geführt. Und schau mal, Subhanallah, du hättest auch dort weiterbleiben können, aber Allah, der dich zum Islam geführt hat, ist auch derjenige, der dich im Islam zu der richtigen Gruppe geführt hat. Und zwar, wir sind nur Leute, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Alhamdulillah. Dann sprich mir nach, inshallah, Jasmin. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu Ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan rasulu Rasulu Allah. Allah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, Außer Allah. außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Möge Allah dich auf diesem Weg befestigen, Jasmin. Und wann auch immer du eine Frage hast, wir haben einen Telegram-Kanal, da kannst du gerne mir deine Fragen stellen, bi'idhnillah ta'ala. Und schau nicht nach links und rechts. Es gibt sehr viele Versuchungen, sehr viele Leute, die angeblich den Ja. Islam richtig praktizieren. Aber wisse, und das hast du selber gemerkt, der Prophet Ja. sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird 73 Gruppen in meiner Gemeinschaft geben, 72 werden im Höllenfeuer sein. Und das wird die absolute Mehrheit sein. Warum? Weil diese Leute nicht nach dem handeln, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ja, das stimmt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deswegen bitte Alhamdulillah. halte den Kontakt mit uns, inshallah ta'ala. Und Inshallah. wir sagen dir, Assalamu alaikum. Und es war eine große Ehre für uns, Jasmin. Es ist auch eine große Ehre für mich. MashaAllah. Alhamdulillah. Dankeschön. Bitte schön. كل السرائر بادية